So, und da geht's in die nächste Folge, beziehungsweise herzlich willkommen zurück. Schon eine Woche später bei euch. Bei mir ist es direkt anhängend. Wieder gesponsert natürlich von Dubi. Ich hasse es. Dieses. Ah, Dubi. 1A. Nein, Quatsch. Alles gut. Liebe. So. Hendrik ist immer noch am Machen, was er will. Da er aber nicht schlafen will, ist er halt selbst schuld. Wird er morgen erschöpft sein. Winfried, was ist los? Winifred. Die Wände rücken zusammen. Ja, es sind ziemlich kleine Häuser. Wir müssen es nochmal ein bisschen überarbeiten. Ich glaube, wir erweitern die einfach nochmal. Beziehungsweise, wir machen das nochmal weg. So. Da ist schon gebaut. Okay. Dann machen wir das anders. Die Häuser werden anders aussehen. So, den weg. Die beiden weg. Und dann werden wir mal die Häuser anpassen. Ich würde hier noch ein bisschen größer machen. Dann darüber und dann da. Genau wie hier. Das, das und das. Dann das, das und das. Das ist nicht, was so eng ist. Ich verstehe auch die Leute, wenn sie sagen, das ist sehr eng. Wenn die erweitert sind, werden wir die erweitern, glaube ich. Und wir machen es einfach gleich so. Weit runter ist es jetzt? 6. Wenn wir die Häuser nochmal anpassen müssen, können ja dann hier nur zurück und dann hier auf der Höhe nochmal welche machen. Ist alles möglich. So, hier in der. Wie viel sind das hier? 7. Gut. Dann 7. Runter. Runter. So. Das wird alles. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, Sommerkleidung. Es ist eh bald Winterzeit. Nehmen sie einfach neue, das ist ja gut. Sieht hier aus. Schilder haben wir genug, das haben wir genug, das haben wir genug. Ball auf Ressourcen, okay. Wir haben auf jeden Fall von sehr viel genug. Außer Bier. Bier geht uns langsam wieder aus. Wir haben halt keine. Die Gerste überlebt halt nicht, das ist das Problem. Aber wir haben jetzt Träger schon mal. Vielleicht reißen wir das auch komplett ab. Bauen es neu. Übergangsweise bauen wir dann hier was Neues hin. Aber wie gesagt, das ist alles noch verfügbar. Gut.
Perfekt. So. Jetzt machen wir hier weiter. Holz. Ach, da wäre noch eins gewesen. Okay. Gut. Also das sollten wir da einblenden, wenn man das machen will. Weil das reißen wir jetzt einfach einmal ab. Alles muss einmal neu gebaut werden. Bitte jetzt mal, mach jetzt mal hier bitte dieses Ding fertig, wenn ich rede. Hier, komm. Nein. Hä, ist da kein... Ist es, hä? So. Und warum klappt das jetzt nicht, Winifred? Du wirst jetzt hier nicht beten, bis ich das hier... Bis es sich hier geklärt hat, Minion. Der Herr muss jetzt nämlich hier im Dunkeln schlafen. So, was ist jetzt das Problem? Meine Güte hier. Oh man, kann jemand bauen? Adam! Adam, bauen! Kann man das nicht bauen? Okay, komisch. Schauen wir mal, was da rauskommt. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Ist da oben ein Dach drauf? Ja, da müssen wir jetzt einmal umsetzen. Ja gut, jetzt pennt er halt. Jetzt pennt er schon so, okay. Wir schauen, was passiert. Wir machen Lucky Lucky. Und machen dann hier einmal... Wenn es soweit ist, hier ist es schon fertig. Hier auch. Machen wir das einmal fertig. Nachher. Wenn alle geschlafen haben. Siedler sind verärgert. Warum sind sie denn schon wieder verärgert? Wer denn? Mabel, was ist los? Mabel, oh. Hab ich eingeteilt hier. Brennt. Brennt habe ich gar nicht mitbekommen. Brennt erinnere ich mich zumindest nicht. Der Arme. So, Tag. Scheiße geschlafen, ich weiß. Hallo. Alle kommen so fast miteinander raus. Das ist doch schön. Verhungerst du bald wenigstens? Hungrig, Nahrung. Wir suchen nichts mehr in der Hinsicht. So, dann nochmal hoch. Die Gebäude einblenden. Die müssen jetzt einmal neu gesetzt werden. Kann ich es auch schneller machen? Also, dass es nur das obere dann abreißt? Oder? Nee, mach das nicht. Stopp! Oh, jetzt habe ich gerade zu viel abgerissen. Stopp, Pause. Jetzt habe ich gerade zu viel abgerissen. Das ist jetzt blöd gelaufen. So. Wir brauchen hier Holzwand. Sand, irgendwas? Hier noch Holzwand. Gut. Das ist fertig. Das ist jetzt fertig. Das ist gut. Das reißen wir. Wir müssen es jetzt einzeln machen, leider Gottes. Jetzt noch für den Button. K. Ah ja. Gut. Man kann das auch so machen. Gut. Und hier können wir schon wieder. Das Dach erweitern. Prächtig. Prächtig, sage ich euch. Prächtig. Das ist auch schon fertig. Da fehlt noch die Tür, oder? Ja, hier fehlen noch Türen. Türen machen wir jetzt so dahin. Prächtig. So. Wunderbar. Warum sind Dorfbewohner unglücklich? Furchtbar. Ja, wir müssen die Ausstattungen auch noch anpassen. Ah, schon erlegt. Perfekt, gut. Dann schnellstmöglich hier die
Dächer hin wieder hinklatschen. Warum fehlt da jetzt ein Dach? Ah, ich war ein bisschen voreilig, sehe ich gerade. Aber wir haben jetzt erstmal. Wer baut das jetzt hier? Von Zweigen freigemacht werden. Ja, dann transportiert doch mal bitte jemand die Zweige. Diese Zweige. Sag mal. Kann doch nicht so schwer sein hier. Man kann es sich auch einfach schwer machen, ne? Man setzt die Prioritäten ja wieder sehr falsch, muss ich sagen. Nee, es wird hier keine Unterhaltung genossen. Die Wand fertig gebaut, weil es muss jetzt fertig werden. Bau misslungen. Mal hören Sie mal. Kann jetzt nicht Ihr Ernst sein, oder? Dass der Bau misslungen ist. Jetzt, fertig. So, jetzt stehen die Häuser wenigstens wieder. Bau misslungen. Milady hier. So, perfekt. Dann stehen die erstmal wieder. Sehr schön. Dann werden wir die jetzt erstmal wieder alle umsetzen. Nein, immer noch nicht. Eieiei. Es fehlt noch. Okay. Okay. Wir versetzen dann die anderen schon mal. Nämlich dahin und das. Nein. Nämlich das hier. Hätte ich gerne hier drüben. So. Aber die Gemächer sind ja gar nicht fertig. Hier fehlen ja noch die. Hier fehlt ja noch der Boden. Passt doch ein kleiner Tisch noch hin. Handelskarawane. Freundlicher Besuch. Sehr schön. Freue ich mich. Jetzt müssen wir nochmal umräumen alles hier. So, das sieht nach einer großen Handelskarawane aus. Was habt ihr Schönes im Angebot? Armbrust, okay. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir jetzt noch? Schweinekuchen. Okay, Esel. Esel würde ich gerne mitnehmen. Esel kann man nicht immer gebrauchen. Kalkziegel. Nehmen wir mal 50 von denen. Nehmen wir 104 davon. Okay. Schauen wir mal, was wir so tolles anzubieten haben.
Wir haben nämlich auch ganz tolle Sachen im Angebot. Einmal das. Kettenhemd überlegen. Genau, den geben wir nicht her. Einmal das. 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 Langbögen sind ja schnell gemacht. Das ist ja gar kein Problem. So. Was haben wir hier noch im Angebot? Den Esel nehmen wir mit. Gut. Ziegel nehmen wir auch alle mit. Gerste 34 nehmen wir mit. Schafe. Haben wir noch was, irgendwas dabei, was uns interessieren könnte? Helm. Einen ausgezeichneten Topfhelm. Oder wir nehmen. Was hast du neben Schilde? Schilde sind immer gut. Gut, weg ist da. Funktioniert auch. Oh Gott, Hilfe! Die hätte ich auch noch irgendeine Wandbanner kann man mitnehmen. Komm, die nehmen wir einfach mit. Ich muss dir jetzt noch was anbieten. Okay, das nehme ich an. Annehmen. Gut. Haben wir erledigt. Schlaf gut. Das sind einfach nette Menschen, ne? Wisst ihr das? Auto speichern. Wupp, wupp. So. Ziegel haben wir wieder. Mehr als genug Ziegel sogar. Was haben wir für eine Forschung? Nehmen wir mit. Nahrung haltbar machen. Die wird es wahrscheinlich dann. Machen wir mal. Auch 100 von. Aber eigentlich reichen 50. Ja. Als Freundin. Oh, das ist ja toll. Super. Sehr schön. Immer nicht gebaut, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So ein Hemd dauert halt schon Ewigkeiten. Aber die Bogenschützen brauchen ja keinen Helm in der Hinsicht, weißt du? Weißt du, da reicht ja, wenn man. Ja, das Helm brauchen wir nicht, also. Von mir aus einen leichten Helm, okay. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen beim nächsten Mal, machen wir. Da zum Beispiel braucht keinen Helm. Wir machen jetzt mal ganz kurz Bogenschützen und Nahkampf. So. Kopfbedeckung, Profil. Nahkampf. Hoppala. Ich kann da hinten mir das auch noch. Ja, sowas, so.
Das ist Nahkampf. Nahkampf. Und Bogenschützen. Kriegen. So. Für mich ist auch eine, nee, ein Helm. Oder eine Kapuze oder sowas, ja. Keine Krone. Nee, Krone nicht. Reiterhut auch nicht. Sackleinhaube, nein. Ketzerkrone, nein. Stirnbänder auch nicht. Sowas. Damit muss ich auch unterscheiden, kann ich ungefähr. Da. Bogenschütze, 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 Bogenschütze. Na, also Nahkampf. Nahkampf. Bogenschütze, Nahkampf, Bogenschütze. So, wunderbar. Krone gibt's nicht mehr. Krone muss abgesetzt werden. Besser für uns alle. Ich glaube, wir haben keine Helme mehr. Ja, wir brauchen das Helme. Dann kriegt ihr erstmal Helme. Die sollen sie dann ausrüsten erstmal. Und dann wird hier neu. So, wunderbar. Fürs Erste. Sobald wir aber wieder Helme haben, werden die ausgerüstet im Nahkampf. Weil die brauchen wir. Den haben wir, glaube ich, selber gemacht sogar. Okay, wir haben keine. Schon wieder keine Kalksteine mehr. Aber es sieht schon viel mehr aus als vorher. Ja, bauen hat Vorrang. Schwierig. Aber wir haben wieder ein bisschen was erreicht. Wir haben wieder mal ein bisschen was angepasst. Und Nahkampf haben wir auch angepasst. Schnell erledigt, oder? Ja, von daher. Noch sehr viel Platz auf jeden Fall. Forschung oder verfügbar. Ich brauche auch keine Spiegel, deswegen. Das mit Alter. So, fürs Erste muss es reichen. Forschung. Ja, die haben mit anderen Dingen zu tun, tatsächlich. Ja, aber im Winter hin wird es wahrscheinlich wieder besser. Forschung wieder an großen Punkt spielen. Jetzt sollte es nicht mehr so beengt sein. Nur noch hässliche Ausstattung. Wir geben uns ja schnellstmöglich Mühe, immer etwas zu verändern. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und damit würde ich mich auch wieder verabschieden. Wir haben ein bisschen was erreicht, wir haben ein bisschen was verkauft. Was ist denn hier passiert? Achso, stimmt, da wird umgebaut. Ich dachte gerade, warum sind die jetzt rübergewachsen? Die Häuser werden noch umgebaut. Wir werden darüber switchen. Einfach der Grund, weil. Tschüss, Frage. So. Noch darüber, da ist ja eh gerade niemand. Ja. Ich würde gerne. Das ist da, genau. So. Ja, das tun wir nochmal umändern. Wir müssen jetzt eh alles umsetzen jetzt da. Wird dann kommen. Aber damit verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen und gerne die Glocke aktivieren, wenn es euch gefallen hat. Das habe ich schon gesagt, egal.
Wenn euch irgendwas auffällt, Kommentare gerne schreiben. Tipps, Tricks, bin ich immer immer dankbar für. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Go in die Diebe. Macht's gut, bis dann. Ciao.